organisch, siehst du? Oh, ich sehe auch noch. Hallo. Dann haben wir hier gleich richtig aufgeräumt. Alter Schwede. So, Blei hatten wir da, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Blei. Und wieder Titan. Wir brauchen Titan und wir brauchen noch ein bisschen Quarz für eine Dings, ne? Quarz müssen wir auch nochmal sammeln. Denn wir brauchen jetzt nochmal einen Spind. Der spinnt doch. Noch ein Spind? Der spinnt doch völlig. Ja, ich spinne. Und wenn es geht, vielleicht noch ein. Also irgendwie kommt mir der nicht gerade vor, oder? Oder täusche ich mich da? Warte mal. Ich finde es super, dass man alles wiederbekommt, wenn man es abbaut. So. So, ich glaube, jetzt steht der gerade. Okay. Dann machen wir hier doch das Organische alle rein. Was hier? Schweber. Ich habe keine Ahnung, was der kann, was der macht. Weiß ich nicht. So, Silbererz war hier. Nein, nicht das Messer. Das Messer behältst du. Ach, ist das schön, dass das so einfach nur ausgeschildert ist. Das reicht schon völlig. So, organisch. Für Schild haben wir leider kein Kupfererz. Brauchen wir noch eine Kiste, ne? Wie schön, wenn das alles beschriftet ist. Das ist natürlich großartig. So, kann das auch weg? Ach, guck mal, wie viel Kupfererz wir haben. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Kupfererzkiste. Definitiv. Die werden wir noch machen. Ich klatsche mal hier noch hin. So. Ah ne, ich wollte ja hier die Ladestation machen, ne? Kann ich den hier irgendwo hin positionieren? Warte mal, wie groß ist denn die Ladestation? Wie baue... Warte mal, wie baue... Ah ne, die baue ich ja auch hier mit, ne? Kupferdraht und Kabelsatz brauche ich. Kupferdraht und Kabelsatz. Zweimal Silbererz brauchen wir. Das haben wir. 1, 2. So. Die Station könnte man, das könnte man tatsächlich auch direkt da reinpacken, weil man braucht ja zum Bauen die Ressourcen immer ziemlich in der Nähe. So, dann bauen wir jetzt die Ladestation. Dann gucken wir mal. Okay, die ist jetzt nicht so groß. Die könnte dazwischen passen. Da so hin vielleicht. Am besten so die Höhe. Ja, nice. Feiere ich ein bisschen. So, und jetzt mal gucken. Kriege ich da noch einen Spind hin jetzt? Daneben? Natürlich nicht, ne? Ich mein Glück kenne. Ja, hier mitten im Raum. Na klar. Ach, das ist blöd. Kriege ich hier noch einen hin? Hier, warte mal, da ging es gerade. Hier. Ja, mache ich das so. Ist mir egal. So, dann machen wir hier Silbererz. Habe ich noch fürs Schild? Nein. Habe ich nicht. Kupferdraht. Hallo? Kupferdraht? Dann machen wir Kupfererz. Ach, nein. Nein! Hör auf damit! Lass das! Ich will den... Na... Will das Schild fertig machen, Mann! So, hallo? Hallo? Adi. Kupfererz. So, Pfeil nach unten und natürlich größer. Ja. Ja, das kann man lesen. Das kann man lesen. Auch wenn jetzt jemand in den Kommentaren... Nein, kann man nicht lesen. Doch, das kann man lesen. Ich kann's lesen. So. Wir brauchen noch... Wie viele Schilder brauchen wir denn noch? Wir haben hier
Mischmaschkiste lasse ich mal ohne Schild. Organisch würde ich noch ein Schild machen. Was sollten wir denn da reinpacken? Blei. Weiß gar nicht, wie viele Ressourcen es noch gibt. Gold haben wir auch wieder. Salzablagerung packe ich mal hier drüben rein. Salzablagerung könnte man theoretischerweise auch bei Essen reinpacken, ne? Oder? Obwohl, ach komm. Kupfererz. Magnetit. Okay. Ich baue nochmal eben schnell 2, 3 Kupferrollen. Also Kupferdraht. So. Gut. Dann machen wir... Was hat man gesagt gehabt? Ich bin jetzt ganz aus dem Dings. Hier war Mischmasch. Hier war... Genau, organisch. Nein! Hör auf! Lass das. Organisch. Schreibt man das so? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja. So. Das heißt, hier ist der Krempel drin. Pilze und so ein Schweber, Gummi, Hühnschwefel etc. Kreaturenei. Genau. Nein. So, hier weiß ich noch nicht. Da bin ich mir noch nicht sicher. Da war noch eine in Reserve. Aber hier würde ich jetzt bei der Technik die Batterien mal aufladen, die leer sind. 0. 100. 0. 0. So, wie funktioniert das? Verbrauchen die denn Energie von unserem Energiehaushalt oben? Oh, das dauert aber. Alter Schwede. Aber immerhin, es geht. Er lädt auf jeden Fall alle. Das ist schon mal supi. Das ist nice. Das feiere ich ein bisschen. Gut. Was ich noch ausprobieren wollte, haben wir eine Luke? Luke. Quarz haben wir nicht mehr, ne? Oder? Wir haben keinen Quarz mehr. Das heißt, ich muss auf jeden Fall farmen gehen demnächst. Kupferdraht könnte bei Technik rein, oder? Ja, so. Verrottet, okay. Haben wir jetzt rausgefunden. Also auch gekochte Nahrung verrottet. Okay. Gut. Dann guck mal hier, wir haben hier auf jeden Fall aufgeräumt. Alter Schwede, wir haben hier richtig gut Platz wieder. Nice, feier ich. Würde das Ding auf jeden Fall noch umbauen. Würde einmal das entsorgen. Ganz förmlich. Tschüss. Tut mir leid. Welcome aboard, Captain. Ja, danke. Und zwar würde ich das Ding vielleicht da einpacken, wenn das geht. Den Fabrikator. Gucken wir mal. Fabrikator. Ja, das geht. Nice. Dann machen wir das doch so. Dann haben wir jetzt hier die richtig schöne Spindecke mit den ganzen Krimskrams und so. Innenbeetkasten. Ein künstliches Pflanzenbeet für den Innenbereich geeignet. Das ist ja geil. Kompositpflanztopf. Ein Designpflanztopf mit künstlichem Erdboden. Aber kann ich da was pflanzen? Pflanzenbeet. Warte mal. Das würde mich jetzt mal interessieren. Alter, wie viel Titan wir einfach haben, ne? Das ist ja unfassbar. Kann ich das? Kann ich hier so ein... Einfach in der Mitte. Einfach, weil es schön ist. Warte mal. Ich probiere mal was. Nein, das ist ja schön. Ein bisschen grün auch. Benutzen. Beetkasten. Man kann da was reintun. Ich weiß aber nicht was. Organisch. Kann ich da ein Kreaturenei reinlegen? Oder ein Höhlenschwefel? Schweber. Säurepilz. Das würde ich mal ausprobieren, ob das geht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Es geht nichts. Okay. Hm. Die Frage ist, was kommt da rein? Der Schmierstoff doch bestimmt nicht, oder?
Nein. Wahrscheinlich von der Pflanze. Da gab es ja auch... ich finde es irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Der braucht zwei Titanen. Was kann der? Warte mal. Probieren wir direkt mal aus. Das ist ein kleineres Töpfchen. Hier ist ja eh nur Fenster. Okay, ein kleiner Beetkasten tatsächlich. Das ist auch ein Pflanzentopf zum Beet. Das ist ja supi. Das ist ja mega. Finde ich irgendwie ganz hübsch. So. Trotzdem würde ich die Basis noch weiter ausbauen. Und zwar nach da würde ich noch einen Raum machen. Und zwar, lass mal gucken. Vielleicht doch diesen Observatoriumraum. Basissegment mit 360 Grad Rundumsicht. Sehr geeignet, strukturell intrigitär. Aber da brauchen wir emailliertes Glas. Wie machen wir das denn? Das können wir, glaube ich, noch nicht herstellen, ne? Hier, emailliertes Glas. Da brauchen wir Pirschzahn. Okay, alles klar. Chlorbleiche. Ach, hier. Röhrenkorallenpure und Salzablagerung. Können wir doch Chlorbleiche herstellen. Was erzähle ich denn da? Natürlich. Okay. Scanraum. Ortet Ressourcen und Wracks in der Reichweite. Das ist ja auch geil. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Tischkorallenprobe. Kriegen wir die in so Röhren? Ne, das ist ja Röhrenkorallen, ne? Ich würde einmal in so eine Koralle mal reindüsen. Riesenröhrenkoralle. Okay. Hier was drin? Oh. Aua. Scheibenkoralle. Kann ich mitnehmen? Nee. Wo krieg ich denn die Tischkoralle her? Steht hier dann irgendwo ein Tisch rum? Ach, man kann es so einfach abarbeiten. Das ist ja geil. Das ist ja praktisch. Schnipp, 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 schnipp. Alter, wie viel wir haben, ne? Viel zu viel einfach nur. Aber eine Tischkoralle haben wir immer noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo wir die herkriegen sollten. Ah, hier. Wie nehme ich die denn mit? Achso, die muss ich zerschneiden, okay. Nein. Muss ich die scannen vielleicht erst? Habe ich, glaube ich, schon. Geil, dann können wir das vielleicht doch herstellen. Hallo? Das muss man erstmal wissen. Schnips, schnips, schnips. Ah, die kleinen Teile genau dazu. Okay, das ist schon einiges. Aber schon wieder einen Spind machen. So, war die Base da? 12% Sauerstoff. Ja, ja. Alles gut. Vielleicht kriegen wir ja doch den Scanraum hin. Dann würde ich, glaube ich, lieber den Scanraum als wie das Observatorium machen. Weil wenn der wirklich Wracks in der Nähe ortet, wäre natürlich sehr geil und sehr nice. Den würde ich hier geradeaus einfach hinbauen. Ja, schauen wir mal. Was brauchen wir denn sonst noch dafür? Nein. Gold, zweimal Kupfererz, fünfmal Titan. Das haben wir, glaube ich, alles. Ich würde mal hier vor ein bisschen was hier reinpacken. Brauchten wir... Brauchen nur die Tischprobe, ne? Eine, glaube ich, sogar nur. Oder? Ja, eine. Okay. Gut. Wie viel Titan war das jetzt?
fünfmal Titan, zweimal Kupfererz. 1, 2, 3, 4, 5. Und zweimal Kupfererz. 1, 2. Gut, dass wir noch Kupfererz haben. Dann können wir jetzt diesen Raum bauen. Ich bin gespannt. Kann ich nicht bauen, weil, warum? Weil da verstärkt ist oder weswegen? Wenn ich das jetzt dekonstruiere, bringe ich mir nachher alles zusammen hier, ne? Okay, warte. Vielleicht muss ich auch erst ein Segment bauen. Wie geil, wie man da einfach so reingucken kann. Hallo! Das kann ich da nicht dran bauen. Ich müsste da, wenn dann das Segment, glaube ich, entfernen. Ich probiere es mal. Ich hoffe, mir bricht jetzt nicht alles zusammen. Höhlenstärke 3,8, okay. Geht das jetzt? Nein, geht immer noch nicht. Okay, dann bringen wir auf jeden Fall schon mal die Höhlen-Dings wieder an. Das ist mir lieber. 10,8. Ich würde, glaube ich, noch mal eine Glas machen. Ein Glasdurchgang. Wir haben, haben wir noch Glas? Wir haben, glaube ich, kein Glas mehr, ne? Oder? Einmal Glas haben wir noch. Wie stellten wir nochmal Glas her? Ach, wir haben ja alles hier. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass wir jetzt alles hier haben. Oh, guck mal, die Batterien sind fast voll. Glas stellten wir wie her? Mit Quarz. Und Quarz haben wir nicht mehr. Ah, Mist. Dann müssen wir ein normales Segment erstmal bauen. Vertikale Verbindung wäre auch lustig. Aber ist da eine Leiter dann mit dabei? Da unten ging es gerade. Ja, da, okay. Kann ich hier jetzt einfach was dran machen? Geht das so? Ja, ja. Hier muss, glaube ich, raus. Knüpft er das jetzt an oder nicht? Warum knüpft er das denn nicht an? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso knüpft er das denn nicht an? Oder hätte ich das vorher... Wieso... Wieso knüpft er das denn nicht an? Oder muss ich da was anderes erst dran bauen? Warte mal, so eine Kreuzung? Nee, macht er auch nicht. Okay. Ach, das ist ein T-Stück, ne? Ach ja, stimmt. Deswegen. Warte mal, wenn ich das jetzt dekonstruiere und jetzt anstatt ein T-Stück einfach das hier mache, so ein Kreuz, dann dürfte es gehen, glaube ich. Dann kriegen wir das, glaube ich, hin. Ja, deswegen ging das vorhin mit dem Observatoriumraum auch nicht. Nein, Quatsch, mit dem... Hä? Den wollten wir doch haben. Wir wollten den Scanraum haben, ne? Gehen wir nicht da dran kriegen, weil warum? Hä? So. Flüssigkeit nehmen wir gleich auf. Oh, wir haben keine Energie mehr. Oh nein. Oh Mist. Welcome aboard, Captain. Ich stell nochmal eben eine Wasserflasche her. Haben wir... Müssen wir da eine normale Batterie reinpacken? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich trinke mal eben. Vital signs stabilizing. Wie lade ich das denn nochmal auf hier mit dem Teil? Kann ich hier... So, die sind alle voll. Wie lade ich das denn nochmal auf? Warte mal. Warte mal, kann ich das irgendwie aufladen? 9%.
Und so in Basismodellvorrichtung, wie lade ich das denn nochmal auf? Hä? Baupläne, geologische Ausrüstung, Technik. Ausrüstung, Handscanner, Raptor, Basisinstallation. Fabrikator, nee. Handscanner, Luftpumpe. Das brauchen wir alle. Warte mal hier. Ach guck mal, hier steht das Innenbeet. Innenbeet ist ein zu ausschließenden Gebrauch innerhalb von regulierten Basismodulen vorgesehen. Ist kompakt als das Außenmodell und erhält ein hydroponisches Nährstoffversorgungssystem. Aha, das ist ja praktisch. Ah, hier, Konstruktionswerkzeug. Kurzanleitung. Produziere. Lalalala. Die Hauptsysteme wie einer Basis wie Sauerstoffproduktion und Entwässerungssysteme sowie Module wie der Fabrikat verbrauchen Energie und werden ohne diesen nicht funktionieren. Zusätzliche Komponenten beeinträchtigen hier den Außendruck der Hüllenintegrität. Schnellbaubasen. Ein Zuhause weit weg von Zuhause. Aber wie lade ich das auf? Steht nicht. Energie, ja, Bioreaktor wäre noch ganz toll zu wissen. Wie lade ich denn den Dings auf? Ich weiß, dass man die Batterie an der Taschenlampe auch aufladen kann, aber dann kriege ich was angezeigt. Aber wie ist das denn hier mit dem Teil? Erstmal selbst scannen, ich bin gesund. Self-scan complete. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. Okay. No adverse effects detected. Be vigilant for symptoms. Nein, Mann, was machst du denn da? Kriege ich das nicht fertig? Warte mal, konstruieren? Das habe ich alles da, aber irgendwie... Ich mache das jetzt mal komplett leer. Ich will gucken, ob der mir was anzeigt. So, Energie 2. Ah, wechseln. Jetzt zeigt er mir an. Okay, Batterie haben wir. Voll und los geht's. Fehlt uns irgendwas? Was fehlt uns denn? Ach, Gold. Hä, wir haben doch Gold gehabt. Wir hatten doch Gold gehabt und alles, oder nicht? So, jetzt aber. Aha, geht doch. So. Kamera. Okay. Nice, ich freue mich. So, dann erstmal alles, das wir nicht mehr brauchen, erstmal ablegen, wie Gold und Titan. Und Lithium, stimmt, Lithium haben wir auch noch, aber das packe ich erstmal bei der Krimskramskiste rein. Und die Batterien kommen wieder zur Technik. Warte, da war ja eine leer, ne? Die nehme ich wieder raus. Das war die hier. Und dann geht die volle da rein und dann laden wir die leere auf. Genau. So, dann kann die nämlich aufladen. Ah, wie cool das ist mittlerweile jetzt hier. Alter Schwede, wir haben schon einiges geschafft. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, Scanraum Erweiterungsmodule leer. Okay. Fabrikator benutzen. Reichweitenmodul. Scanraum Sichtfeldchip. Überträgt Scanraumdaten, die an Sichtfeld angezeigt. Kameradrohne. Eine steuerbare Kamera. Vergrößert die Reichweite des Scanraums. Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit des Scanraums. Einrichtung. Das ist ja krass. Kamera steuern.
ISIS-Gebiet, Fragment-Datenbank, das ist ja geil. Ach, guck mal, da können wir uns das jetzt auch scannen lassen. Das ist ja nice. Titan. Aber leider kein Diamant. Wahrscheinlich müssen wir es dann erweitern, ne? Die Datenbank, oder? Arbeitsgeschwindigkeit, die Reichweite. Scanraumdaten, oder? Überträgt Scanraumdaten an die Sichtfeldanzeige. Die Arbeitsgeschwindigkeit. Die Reichweite würde ich, glaube ich, ne? Magnerit und Kupfererz. Warte mal, das haben wir sogar. Magnerit und Kupfererz. Kupfererz haben wir hier. Und Magnerit haben wir hier drin, ne? Ja, da sogar einmal. Das geht ja sogar. Machen wir das mal. Habe ich den jetzt im Inventar? Scanraum-Reichweiten-Modul. Ach, das packe ich jetzt hier rein. Ach so. Jetzt die Reichweite erhöht. Habe ich jetzt hier auch mehr... Nee. Kamera? Ach so. Benutze nach oben, nach unten, um die Kamera zu wechseln. Wie nach oben, nach unten. Ich habe aber nur eine, ne? Oder? Oder habe ich zwei? Ah nee, da ist die zweite. Wo ist denn die zweite? Ach, das ist ja witzig. Da kann man jetzt quasi einfach rumfliegen. Das ist ja mega. Wie komme ich jetzt hier raus? Wie verlasse ich das jetzt? Entschuldigung. Achso, Escape. Aber das ist super. Da kann man dann nach Ressourcen farmen und so. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich klasse. Ah, guck mal hier. Pirschzahn. Quarz. Titan. Sandsteinbrocken. Sind das nicht die Dings? Okay, ich will auf jeden Fall noch Diamant irgendwie kriegen oder so. Das ist natürlich klasse. Kann ich hier ein Glas bauen? Frage für einen Freund? Nee, geht nicht. Okay. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein mit Subnautica für heute. Und ja, es wird spannend, es wird interessant. Und ich freue mich auf eine neue Runde mit euch zusammen. Und dann schaltet ihr auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt Subnautica. Und ja, hier auf meinem Kanal würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Bis denn, ne? Tschüss.